Bescheidener kann man ein Wochenende nicht anfangen, als wir es letzten Freitag getan haben. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk und Glück auf unseren Legenden. Didi Schacht, Aufstiegskapitän 91 und dem One-and-Only-Flankengott Rüdiger Abramczyk. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Weniger Hallo. Schön war das, was wir da am Freitagabend gesehen haben. Schon erholt? Ja, erholt habe ich mich noch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Freitagabend, ich war geschockt. Und bin auch geschockt nach Hause gefahren. Was ich da gesehen habe, war nicht das Schalke 04, was ich mir vorstelle. Ja, gut. Wenn man verliert, ist immer blöd. Ich habe auch von vornherein auch gesagt, so schlecht sind die nicht. Also, die haben ehemalige Spieler von uns. Und da sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass man sagt, auch Reis vielleicht hätte sagen müssen, du, pass auf, der und der hat schon mal hier gespielt. Das ist einfach so im Fußball. Ehemalige Spieler spielen meistens gut gegen ihren alten Verein. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Warum und weshalb, weiß ich nicht. Aber man hat gesehen, die Jungs haben hier richtig reingehauen. Und unsere haben leider nicht gut dagegen gehalten. Das muss man so sagen. Tja, lass uns mal in Einzelheiten gehen. Was als erstes auffällt, ist natürlich dieses Problem in der Abwehr. Wir sind konteranfällig ohne Ende. Ne? Woran liegt das? Schieben wir zu hoch und dann... Ja, erstmal muss ich sagen, dass beide Innenverteidiger sind nach meiner Meinung einfach zu langsam. Das hat man gesehen am Wochenende. Zwei, drei lange Bälle und sie konnten das Laufduell nicht da gewinnen. Es war schon gefährlich vorm Tor und so sind die Tore auch gefallen. Muss ganz einfach sagen, da muss sich was ändern. Gott sei Dank kommt ja jetzt ein neuer Spieler, Kallas. Ich hoffe, der braucht nicht so lange Eingewöhnungszeit, dass er dann die Abwehr wieder stärken kann. Weil mit den beiden Innenverteidigern, muss man ganz ehrlich sagen, kriegen wir ganz große Probleme. Wobei die Tore ja beide über die rechte Seite gefallen sind und ne, einmal Pfostenschuss, Abpraller, das ist natürlich auch maximales Pech, wenn er genau auf den prallt, der da das falsche Trikot anhat. Aber beim zweiten war es auch wieder über die linke Seite und dann rauscht er an allen vorbei. Ne? Ja, man darf aber auch nicht vergessen, Jörg, sind drei Postenschüsse gewesen, zweimal allein aufs Tor gelaufen. Da muss man sich schon mal Gedanken drüber machen, dass so eine Mannschaft, so eine Durchschnittsmannschaft eigentlich wie Kiel uns hier so ein bisschen an die Wand gespielt haben. Haben natürlich ihre Konter gut gemacht, das muss man sagen. Ich sehe es genauso wie du. Wir standen viel zu hoch. Wir haben die Außenverteidiger waren für mich viel zu weit nach vorne gerückt. Und dadurch sind sie meistens, wenn sie mit ihren beiden Spitzen gekommen sind, eins gegen eins hinten. Das Problem ist eigentlich, das hätte man schnell erkennen müssen, dass man zwischen den beiden einen hinstellen muss. Wir sprechen die ganze Zeit, ob die zu langsam sind oder zu schnell sind und. Klar sind sie langsam, das sehen wir ja alle. Aber wenn ich schon langsame Leute habe, dann nehme ich mindestens, dann spiele ich wahrscheinlich eher mit drei Mann hinten und nehme in der Mitte einen schnellen. Egal, ob das ein Mittelfeldspieler ist oder irgendein anderer. Ja, aber dann spiele ich lieber mit drei Mann, einen dazwischen, der schnell ist, der vielleicht den einen oder anderen noch einholen kann. Aber wir haben, wenn man wirklich gesehen hat, wir haben hinten eins gegen eins gespielt bei langen Bällen. Da habe ich immer gedacht, boah, Jungs, was macht ihr da hinten? Also das ist brandgefährlich. Man muss, kann ja auch mal ausrutschen, man muss nicht zu langsam sein. Man kann ausrutschen, man kann sich vertun, wenn der Ball über dich rüber, über dir rüberkommt, dass man sagt, scheiße, ich habe mich schlecht verhalten in dem Sinne. Aber eins gegen eins hinten ohne eine Absicherung, das finde ich zu Hause sehr, sehr gefährlich. Man kann ja verstehen, wenn man sagt, Außenverteidiger hoch, damit wir Druck aufbauen können über die Flügel, damit Simon was in der Mitte zu tun kriegt. Das ist so ein Plan, den man natürlich nachvollziehen kann. Aber warum hat das überhaupt nicht funktioniert? Also dieser Spielaufbau, das ist ja nicht nur in diesem Spiel so gewesen, sondern auch vorher schon, der sieht immer so aus, als ob die Jungs Angst hätten, Fehler zu machen. Nur auf Sicherheit bedacht. Der Spielaufbau war schon vom ersten Spieltag an schlecht. Einfach eine Katastrophe. Wir spielen nicht geradlinig nach vorne, wir spielen nicht schnell nach vorne, wir spielen zu langsam. Der letzte Pass kommt nicht. Ich muss aber auch sagen, unser Mittelfeld mit Schallenberg und Latzer jetzt beim letzten Spiel, da war ja nichts. Schallenberg läuft ein Tempo. Hat man dann auch gesehen, das entscheidende Laufduell, wo er verloren hat, wo er dann noch die Hand genommen hat. Muss auch nicht sein. Man hätte den Spieler auch laufen lassen können. Müller hätte ihn vielleicht gehalten, er hat vorher auch ein, zweimal an diesen 1-gegen-1-Situationen gut reagiert.
Latzer, habe ich gedacht, seit er die Kapitänsbinde weg hat, kann er sich mehr auf seine Leistung konzentrieren. Leider Gottes bringt er auch nicht das, was wir uns alle vorstellen. Und da hapert schon. Und ich habe von Anfang an gesagt, für uns das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass ein Salazar uns verlassen hat. Weil das war eben der absolute Unterschied, besonders in der zweiten Liga vor 2 Jahren. Er hat die Ideen gehabt, er hat für besondere Momente gesorgt, er war torgefährlich. Und jetzt, wir haben keinen Spieler momentan, der torgefährlich ist. Tempelmann kann es auch nicht. Er ist zwar fleißig. Singuin kann es auch nicht. Man sieht einfach nichts. Und ich habe das erste Mal, dass ich gesehen habe, 95 Minuten oder 96 Minuten haben wir gespielt. Ich habe nicht einen durchdachten Spielzug gesehen. Ich habe 3 Chancen gesehen, die hat unser junger Spieler gemacht, hat er sich durchgesetzt, aber durch Einzelleistungen. Aber ich habe keinen Kombinationsfußball gesehen. Und darunter leidet dann auch direkt wieder ein Simon Terodde. Der läuft sich da vorne in Kipparsch, links, rechts, der ist in Bewegung. Der war ja noch, hat sich ja noch zurückgehalten. Ansonsten dreht er ja durch auf dem Platz. Der wird ja wahnsinnig. Sonst geht es zum Schiri da, der ist da am Schimpfen mit allem. Aber der war noch innerlich relativ ruhig, obwohl es auch in ihm wohl gebrodelt hat. Aber der bekommt keine Bälle, auch über außen. Denn Magriciani habe ich noch nie gesehen, dass er eine gute Flanke geschlagen hat. Das macht er nicht. Er kämpft, er fightet, das ist alles toll. Uwe Johann hat im ersten Spiel gegen Kaiserslautern, hat er noch die Dinger schön reingebracht. Jetzt hat er sie überhaupt nicht gebracht. Im Moment spielt die Mannschaft einfach weit unter Form. Auf Jan ist auch meiner Ansicht nach körperlich überhaupt nicht richtig fit. Ja, also wenn man so sieht, nach gut einer halben Stunde sieht man schon, dass der irgendwie anfängt zu blasen. Also der ist körperlich deswegen auch nicht fit, weil er auch viel Verletzung hatte. Ganz klar. Aber wir haben natürlich auch keine Alternativen für ihn. Ja gut, man hätte Mohr jetzt mal wieder reinschmeißen können. Aber dem Mohr muss man endlich mal sagen, Junge, hör mal, du bist in Schalke. Ja? Du gib mal Gas, wir haben dich hier hingeholt, dass du Stammspieler wirst und nicht, weil wir hier die Reservebank füllen wollen mit dir. Und ich finde, irgendwo muss man mit denen jetzt auch mal ein bisschen anders reden. Ja, man kommt hier hin und sagen, naja gut, jetzt verdiene ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld, als wo ich anders bin. Aber es kann doch nicht sein, dass das der Anspruch ist, dass ich auf der Bank sitzen will. Wenn doch, da wird ein 23-jähriger Kärtchen reingeschmissen und der sitzt vielleicht auf der Bank und sagt, ja, warum? Habe ich nichts mit zu tun. Nee, da muss Reis jetzt mal dazwischen kloppen. Da muss man sagen, hör, pass mal auf, wir haben dich hier geholt, dass du an der linken Seite vorbeirennst, was er ja schon gezeigt hat in anderen Vereinen. Also will ich das hier in Schalke mal sehen. Aber es kann doch nicht sein, dass der hinkommt und dann nur Larifari macht. Man muss ihm doch mal was sagen. Da muss ich mal sagen, Junge, pass mal auf, wenn du so weiterspielst, dann hau lieber ab. Dann geh bis zum Winter und dann kannst du gehen. Aber der hat das Potenzial. Der könnte das. Und ich frage mich immer nur, Jörg, wann will er es zeigen? Der ist schon lange genug hier. Wir kennen ja dieses Phänomen, weil ich will jetzt keinem von den Jungs unterstellen, dass sie irgendwie, ne, Larifari, kein Bock oder sonst wie, der will schon. Nur wir haben ja auch mehrfach gesehen, dass er hinten links keine Option war, weil er Aber wenn er noch weiter vor ist. Ja, vorne links könnte er eine sein. Das haben wir auch schon mal gespielt. Hat auch da nicht die Leistung gezeigt und die Tore geschossen und vorbereitet wie in Heidenheim. Ne? Das sind ja Sachen, wo wir immer wieder feststellen, gut, dass Leute, die woanders funktioniert haben, zu uns kommen und mit dieser besonderen Situation, dieser Größe des Vereins, mit dem Druck, den das Stadion noch ausüben kann, nicht klarkommen. Ne? Ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, der Abi hat schon recht, was er sagt. Jetzt muss Reis wirklich mal dazwischenhauen und nicht nur die schützende Hand. Sicherlich der eine oder andere Spieler braucht ein bisschen mehr schützende Hand, der andere nicht. Aber er muss jetzt mal ein Zeichen setzen. Besonders, weil Thomas Reis auch selbst den Druck aufgebaut hat. Für sich selber und auch für die Mannschaft. Er hat gesagt, wir steigen auf. Das hätte ich ein bisschen anders verkauft, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte gesagt, wir haben eine neue Mannschaft, wir haben viele Neuzugänge, die Mannschaft muss sich finden, wir wollen oben mitspielen. Und wenn wir am Ende ganz oben stehen, sagen wir nicht nein. Aber so jetzt zu sagen, wir steigen auf, die sind ja alle unter Druck gesetzt. Und die Fans haben das auch alle gehört, wir steigen auf. Und dann sehen die Fans so eine Leistung. Und das war das erste Mal, dass ich jetzt auch Pfiffe gehört habe. Und Spieler, die rausgegangen sind, haben bis auf unseren jungen Burschen keinen Beifall bekommen. Die haben noch nicht mal den Namen mehr gerufen, dann raus ist. Wo der Asan, ist immer elegant, Boedra Ogo und dribbelt ihn immer und sagt, unser junger Mann. Also, ist auch schwer auszusprechen, den Namen. Der Asan, sag ich mal, jetzt unser Junge. Das ist das Problem. Ich sag mal,
ich würde den meiner Ansicht nach nicht auf der linken Seite spielen lassen. Das ist so, ein, so für mich ist das so ein verkappter Zehner, der eigentlich verhältnismäßig schnell nach vorne kommt. Und dass diese Schnelligkeit, die er hat, ja, die kommt natürlich von außen, ist der Weg viel zu weit zum Tor. Ich hätte ihn hinter den Spitzen spielen lassen. Ich würde mit zwei Spitzen spielen und ihn hinten dran. Dann kann ich immer noch gucken, dass ich dann hergehe und sage, ich spiele mal mit drei Abwehrspielern nur. Ja? Und dann eben mit vier Mittelfeldspielern. Ja, aber es kann nicht sein, dass wir Viererkette spielen. Alle vor, wie du schon gerade gesagt hast, alle Verteidiger sind vor. Die bringen uns ja sowieso nichts, weil sie nicht reinflanken, weil sie nicht eins gegen eins spielen können. Und dann werden die beiden Jungs natürlich alleine gelassen. Es ist brandgefährlich, so zu spielen, finde ich. Und ich finde, da muss er sich was einfallen lassen. Vielleicht soll er mal einfach von seinem System weggehen und sagen, wir machen mit zwei Manndeckern und ein schnell in der Mitte. Weil es über außen kommen ja auch nicht viele Vereine aus der zweiten Liga. Die haben ja nicht solche Spitzenleute, dass die außen vorbeikommen wie verrückt. Aber wir haben ja auch genug Leute, die außen diese Leute halten können. Also da sehe ich nicht das große Problem. Ich sehe das Problem einfach, dass das Mittelfeld zum Abwehr zu weit ist und das Mittelfeld nach vorne auch zu weit ist. Deswegen diese Kette, was wir da hinter Terodde haben, die ist mir zu weit weg. Ja? Die müssten näher hingehen. Und wenn du mit zwei Spitzen spielst und einen hinten dran, ist das schon mal ein bisschen näher alles. Ja, um auch denjenigen vorne anzuspielen. Aber ich weiß nicht, das muss Reis selber wissen. Wenn er weiterhin an seinem System bleibt, glaube ich, müsste er andere Spieler haben. Ja, ist ja der eine gekommen, das ist schon angesprochen, Tomasz Kallas. Man munkelt noch von einem Linksverteidiger, der in der Pipeline wäre. Ja. Und da wäre zumindest an diesen beiden Stellen wäre was getan, ne? Die als die größten Baustellen in dem Kader benannt wurden. Nee, ich habe die beide noch nicht gesehen, aber da müssen wir dann mal drauf vertrauen. Mal sehen, wenn sie in England weil, mal gucken. Wenn wir ja, in England ne, läuft auch viel Mist rum, aber auch gute Leute. Ne? Ja. Kann auch sein, dass es keiner ist, weil sie den irgendwie loswerden weiß wollen. Nicht. Weiß man nicht. Wir werden sehen, wollen wir jetzt über die Jungs nur noch keine Gedanken drüber machen. Wir werden sehen, wenn sie hier spielen. Ne? Ja, lassen wir uns überraschen. Ist ja sowieso offensichtlich, gute Leistungen woanders sind kein Beleg dafür, dass es hier auch gut wird. Und andersrum kann natürlich hier auch einer besser spielen, weil er angezündet wird von der ganzen Atmosphäre als das vielleicht anderswo. Ist richtig. Da können wir mal drauf gucken, was da noch an Alternativen jetzt da ist. Brunner wird wahrscheinlich auch wieder spielen können in Wien-Wiesbaden. Der sollte ja eigentlich zurückkommen. Ne? Man muss auch sehen, wir hatten Karaman weg, Lassme weg, Drexler weg. Ne? Also das war schon eine ganze Menge von denen, die man zur Startelf zählen würde. Aber wir haben aber mit ihnen auch gespielt in Braunschweig und haben auch 1-0 verloren, richtig? Ja. Und haben gegen Kaiserslautern zwar gewonnen und kein gutes Spiel gemacht. Und du darfst nicht vergessen, die jungen Leute, die haben nicht so schlecht gespielt. Nein, die jungen. Ich fand, die haben gut gespielt. Ja. Dafür, dass wir die einfach reingeschmissen haben und sagen, nun schwimmt mal los. Haben die jetzt gut gemacht? Ja, aber das muss man einfach sagen. Ich verlange von so einem Spieler wie Latzer, auch Schallenberg, der war Kapitän in Paderborn, da erwarte ich einfach mehr. Wenn ein Latzer die Chance hat, von Anfang an zu spielen, ja, da erwarte ich doch mehr. Da möchte ich was sehen von ihm. Da möchte ich sehen, dass er das Spiel an sich reißt, dass er die Löcher stopft. Aber das ist einfach zu wenig im Moment. Was mich total gewundert hat, ist, dann hat Latzer diese eine Chance, ja, diesen Schutz ganz knapp über die Latte. Ja. Normalerweise ist das doch eine Situation, ein Signal, wo danach eine Druckphase der Heimmannschaft kommt. Ne? Also für mich war nichts. War eine Szene, habe ich gedacht, das habe ich noch nie gesehen auf Schalke, habe ich überhaupt noch nie gesehen im Profifußball. Eckball gegen uns, alle sind zurückgegangen. Der Müller fängt den Ball ab und hatte keine Möglichkeit, nach vorne zu spielen. Das ist in dem Moment für mich auch so ein bisschen Angst. Aber Didi, das gleiche Problem, das hatten wir beim Spiel gegen Kaiserslautern auch gehabt. Ja. Und wo die mit zweimal weniger waren, dass wir alle hinten hatten. Ja. Also ist taktisch eigentlich sehr blöd, wenn man sagt, alle nach hinten. Sondern wenn man vorne zweimal hinstellt,
sind mindestens drei Mann hinten vom Gegner. Immer einer mehr. Also man muss hat schon, aber das ist, da hat gut, jeder Trainer so seine eigenen Ideen. Wahrscheinlich deswegen, weil Terodde viele Sachen wegköpfen kann, weil er groß ist. Ja gut, Herr aber dann muss, ja ich, dann muss ich zwei andere hinten, zwei andere zwei vorne schnelle Leute nach vorne. Ja, den das Ball abfangen, sehe ich eigentlich auch so. Und wir müssen ja, und wir mussten ja was machen. Dann gehen alle mit zurück. Das hat mich das, ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat Kiel auch gemacht. Wir haben also auch, wenn die beiden vorne standen, auch mal lange Bälle gehauen. Ja, ja, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es kann ja mal sein, der eine rutscht aus oder irgendwo, du hast keine Absicherung hin. Das ist brandgefährlich, was wir da gespielt haben, meiner Ansicht nach. Aber ich weiß nicht, ob man das von der Bank aus nicht sieht. Wahrscheinlich sehen wir das hier oben auf der Tribüne ein bisschen besser. Aber deswegen habe ich gesagt, du musst einen in der Mitte stehen haben. Ein Schnell muss in der Mitte rein. Egal, wer das ist, wenn wir schon nicht zwei, sagen wir mal, überragende Innenverteidiger haben von der Schnelligkeit. Die spielen ja nicht schlecht, die halten auch ihre Leute. Aber sobald wir ins Laufvermögen reinkommen, haben wir Schwierigkeiten. Ja, aber da machen sie ja auch den Fehler. Sie spielen ja beide auf eine Höhe. Der eine muss ja den anderen ein bisschen absichern. Muss der lange Ball, da muss der eine sich ein bisschen absetzen. Ist doch vollkommen normal. Also das haben wir früher schon gemacht. Der eine hat sich abgesetzt, damit den anderen ablaufen konnte. Also wie du schon sagtest, kann auch mal immer einer wegrutschen. Kann alles passieren. Ohne ja, wenn und die aber. Gesamte Staffelung, ne, in der Mittelfeldabwehr passt nicht. Und deshalb sind wir immer wieder so anfällig. Wenn man ich nach will vorne, auch gar nicht über Reis immer so herziehen. Verstehst du? Das ist ja nicht nur in Reis sein Fehler. Es geht ja auch um die Spieler. Ja? Er gibt das alles an. Und wenn die das nicht hinkriegen, ja, Dann muss er vielleicht wahrscheinlich das ein oder andere Mal sagen. Aber die Spieler sind dafür da. Und da gebe ich ihm recht. So ein Laxer, der schon ein bisschen älter ist, der mal Kapitän war, ja, der muss doch mal was sagen. Ich sehe den immer rumlaufen da, packt sich immer in seinem schönen dunklen Haar und macht das immer schön nach hinten. Ja, kein Neid, ja. Ja, scheiße, ich habe Entschuldigung, aber stimmt, das ist wirklich ein bisschen gesagt. Neid, aber trotzdem. Nein, aber das ist das wirklich so. Da ist auch ein hübscher Kerl davon ab, aber weißt du, das ist mir so ein bisschen so, weißt du, der ist ein bisschen älter, der müsste eigentlich die Jungen mehr führen, der müsste sagen, komm, bleib hier, lauf so, mach das. Weißt du, das haben wir früher auch gehabt. Wir haben auch ein paar Ältere in der Truppe gehabt, die zu mir gesagt haben, hör mal, entweder läufst du jetzt oder du gehst runter. Und das vermisse ich so ein bisschen in der Mannschaft. Da wird zu wenig gesprochen. Ja, da siehst du immer auch, die Älteren sagen nicht viel, weil sie wahrscheinlich mit sich selber auch am Kämpfen sind und gucken, was für Fehler sie machen. Aber das muss jetzt einfach mal langsam, aber sicher abgelegt werden. Also ich bin auch dafür, dass wir weiterhin mit den jungen Spielern spielen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir wenn die Älteren das nicht wollen, wir haben jetzt sowieso noch ein paar Verletzte, da muss man mit den Jungen richtig gut reden. Und die Jungen haben für mich gut gespielt. Ja, Asan hatte ein paar sehr schöne Szenen, ne? Wo sie teilweise zu dritt, zu viert versucht haben, ihn zu faulen und trotzdem nicht gekriegt haben. Und hat sich immer wieder befreien können und ist weiter. Noch hat es leider nichts gebracht. Den einen Schuss hält der Torwart super und bei den anderen Geschichten ist es vorher dann der letzte Pass nicht gekommen. Wo siehst du Asan Ouedraogo in der besten Position, auch als Zehner eher? Ich sehe ihn auch als Zehner, aber auch wenn er über die linke Seite nach innen kommt und mit seinem Rechten abschließen kann, sehe ich ihn auch auf einer guten Position. Es kommt immer darauf an, er bewegt sich ja sowieso überall. Er ist viel in Bewegung, er läuft, er macht und er tut und ich glaube schon, wenn der Junge auf dem Teppich bleibt und wenn er weiterhin behutsam aufgebaut wird, wenn er eine Halbzeit spielt, 50, 60 Minuten, glaube ich schon, dass wir noch viel Spaß an ihm haben werden. Aber ich bin auch der gleichen Meinung wie Abi, jetzt muss Reis einfach dazwischenhauen. Ich traue ihm aber auch zu, dass er dazwischenhaut. Das ist ein Typ, wenn ich ihn da unten manchmal sehe, boah, dann marschiert er, dann gibt er Gas, er will auch alles. Und wie ich vorhin schon sagte, er hat sich selbst unter Druck gesetzt. Und er ist jetzt gefordert. Und denke aber schon, dass er, wenn er Gas gibt und wenn er ruhig bleibt und alles gut analysiert, dass er dann schon die Wende schaffen kann. Aber ohne die Spieler geht es natürlich auch nicht. Die muss er mit ins Boot holen und da muss er jetzt ganz schnell gucken, dass er die richtige Ansprache findet. Vielleicht muss er den Mike Büskens wieder runterholen und mit ihm mal reden, weil der Mike hat ja auch viele, viele gute Ideen manchmal. Man muss jetzt
alles probieren und ich würde an seiner Stelle auch, ich würde alles probieren. Ich würde mit dem Maiko und mit dem mal reden, wie siehst du das? Und wir sitzen ja ein paar. Asa sitzt da, der ist ja nicht so, als wenn die alle keinen Fußball gespielt haben. Kann ja nicht sein, dass da jetzt keiner mehr was sagt. Ja, das ist doch nur ein Helfen des Vereins. Und wenn ich doch Angestellter des Vereins bin, dann gehe ich zu ihm hin und sage, du, Thomas, weißt du was? Ich sehe das ein bisschen anders. Wir müssen vielleicht mal so oder so, lass dir das doch mal durch den Kopf gehen. Und ich meine, warum soll Büskens nicht auf der Bank sitzen? Das ist schon für mich die ganze Zeit schon eine Geschichte gewesen, wo ich überhaupt nicht verstanden habe. Das ist doch nicht so, als wenn der die Pest hat, dass sie sagen, wir stecken uns hier alle an. Ja, sondern das ist doch einer, der bringt sich da um hier für den Verein. Und warum soll ich den Jungen, den nicht da hinsetzen? Ich verstehe Thomas Reis nicht. Ja, klar, aber meine Güte, Druck ist überall. Jetzt hat er auch Druck, wie der Didi gesagt hat. Ob der da sitzt und ist aufgestiegen mit der Truppe oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Ich nehme mir doch die besten Jungs, die da unten sitzen, die mir helfen kann, die nehme ich mir dazu. Und dann rede ich mal mit denen. Vielleicht ist es einfach so, dass man mehr reden muss in der Truppe. Aber redet ein Cheftrainer mit mehreren Co-Trainern im Spiel? Der hat doch nur den einen neben sich, das ist in dem Fall Gellhaus. Aber du, vielleicht ist es auch so, dass man mitten in der Woche mal die Fehler suchen kann. Man muss jetzt nicht unbedingt im Spiel sehen, aber es kann auch mal sein, dass der eine was anderes sieht und man kommt in die Halbzeit rein und sagt, du, hör mal, ich habe das und das gesehen. Ja, und das ist es doch. Der eine kann ein Spiel besser lesen als der andere. Und das ist nichts Negatives. Es ist doch nur ein Vorteil, wenn ich viele gute Trainer um mich habe, die mir helfen. Also so sehe ich das. Also ich würde das sowieso immer so machen. Und gut, jeder macht es anders, aber ich würde es so machen. Ja, ich denke auch, dass das jetzt, jetzt ist der Moment wieder gekommen, wo wir Schalke alle wieder noch enger zusammenrücken müssen. Und mit Mike Büskens, dass er total emotional ist und den Verein liebt und lebt, das machen wir beide, das macht der Klaus, macht der Olaf, machen wir alle. Und ich denke auch, dass man ihm helfen kann, dem Trainer, wenn er das annimmt. Warum soll man sich nicht einmal in der Woche zusammensetzen und mal sagen, wie habt ihr das Spiel gesehen? Wie war es? Was meint ihr? Könnten wir vielleicht was anderes machen? Da bricht ja kein Zacken aus der Krone. Ganz im Gegenteil. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir wollen alle, dass Schalke wieder nach oben kommt. Und wir leben und lieben alle den Verein. Und deshalb, warum soll man nicht die Hilfe von Mike oder von uns, von allen annehmen, die Schalke hier vertreten und repräsentieren? Jo, das ist ja fast ein gutes Schlusswort. Wir wollen natürlich aber am Ende nochmal auf das nächste Spiel gucken. Danach ist ja eine Länderspielunterbrechung. Es geht nach Wien-Wiesbaden, die vom Namen her jetzt einer der kleinsten Clubs sind, vom Stadion auch. Immerhin 15.000 passen aber dann doch rein. Sollen wir mal gucken, wie viel Schalke wir da unterbringen. Die haben aber schon ordentlich gepunktet. Ne? Jetzt haben sie am Sonntag 1-2 in Nürnberg verloren. Also auch nur ganz knapp. Das war die erste Niederlage. Vorher haben sie in Berlin gewonnen bei Hertha und haben zu Hause Karlsruhe geschlagen. Die, ja, du verflixt auch nicht schlecht mit dem Stindl und den anderen Offensivspielern, die haben. Ja, das ist ein ganz schwerer Gegner. Noch dazu, wo sie jetzt verloren haben. Ich denke, Kauschinski wird sich jetzt auch nochmal richtig heiß machen, er als alter Gelsenkirchener hier. Ja, Markus Kauschinski aus Gelsenkirchen-Ückendorf. Ja, will natürlich dann auch noch gegen seine alte Heimatstadt gewinnen. Es wird ein ganz heißes Spiel für uns dort werden. Die Bude wird voll sein, werden auch, denke ich mal, möglicherweise mehr Schalker sein als Wiesbadener. Aber die Mannschaft muss dann auch den Fans das mal zeigen, dass sie zu Recht dorthin gekommen sind. Weil die Fans werden die Mannschaft wieder nach vorne tragen. Aber ich habe auch am Wochenende, muss ich auch noch sagen, ich habe das wieder vermisst. Ich habe das schon häufiger gesagt, vor 3 Jahren am meisten, als wir sang- und klanglos abgestiegen sind. Ich möchte wieder mehr sehen, dass die Jungs wissen, dass sie für Schalke spielen. Und das habe ich am Wochenende so ein bisschen vermisst. Habe ich nicht gesehen, dieser letzte Biss. Gut, man kann immer Matriciani, der ist ja jetzt im Moment Fußballgott hier mit seinen Grätschen, ist ja auch alles gut, ist ja alles toll. Aber auch er schafft es nicht, die anderen mit ins Boot zu ziehen. Und das hat mir alles so ein bisschen, das war alles so ein bisschen lethargisch, langsam. Und da möchte ich auch sehen, auch da muss Reis, er ist so emotional da unten, er muss die doch so heiß machen. Und da ist dann, wie wir gerade gesagt haben, auch so ein Mike wieder da, der ja die Jungs damals emotional nach vorne gepusht hat. Hatte den Peter Herrmann an seiner Seite, der ihm auch vom Taktischen her immer so geholfen hat und alles mit seiner großen Erfahrung, die er hat. Und da muss noch mehr Emotionalität auf dem Platz sein, das muss übertragen werden einfach. Und dann glaube ich, dass wir in Wiesbaden eine Chance haben. Aber nur dann.
Sonst ja, nicht? Ich glaube, Wiesbaden wird schwer. Also wenn wir da nicht hundertprozentig konzentriert dahin fahren und wirklich jetzt auch wieder alles abnehmen, ja, also die ganzen Spiele wieder wegschieben und sagen, komm, wir fangen jetzt wieder bei Null an, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir da in Wiesbaden was machen. Aber so wie wir zurzeit spielen, da sehe ich ein bisschen schwarz, aber trotzdem bin ich immer noch von überzeugt, dass die Mannschaft stark genug ist, auch Wiesbaden zu schlagen. Also einen Punkt müssen wir mindestens in Wiesbaden holen, aber mit einem Punkt kommen wir auch nicht weiter. Ja, wir müssen langsam eine Serie starten, weil ich immer gesagt habe, das kannst du dir auf den Kopf stellen, wenn du keine Serie startest. Ich glaube, jetzt der erste, glaube ich, schon 10 Punkte, Hamburg. Also sind ja schon alle wieder ein bisschen weg. Und ja, also man sieht auch nach dem Spiel, was jetzt Hertha gehabt hat, mit den ganz vielen jungen Spielern, die er reingeschmissen hat, die haben auch funktioniert. Und klar, das dauert immer ein bisschen. Aber wir haben ja nicht nur junge Spieler, wir haben auch viele ältere Spieler. Deswegen glaube ich einfach, dass man in Wiesbaden einfach gar nicht groß überlegen muss. Man muss die einfach packen. Man muss da konzentriert rangehen. Und wir haben genug gute Spieler, meiner Ansicht nach, um das zu schaffen. Dein Wort in des Fußballgottes Gehörgang. Wir sagen vielen Dank, Didi Schacht, Rüdiger Abramczyk. Ja, danke, Didi. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und Glück auf. Glück auf. Glück auf.